Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Hallig Petrus. Im Hallig Petrus Krimi. Oh, oh, oh. Wir müssen hier so ein bisschen aufräumen, ne? Ja, ja, nützt nichts. Fluch raus. Wir müssen eigentlich flügen. Ja. Ja, ja, ja. Ganz wichtig. Du kannst da bleiben. Einfach. So ein bisschen aufräumen musst du zwischendurch noch, ne? Das ist wohl so ein Leben. Weil hier wieder alles voll steht, so wie immer bei Svenny. Ich muss an den Flug. Und an die Drille muss ich später auch noch dran. So, dann. Zieh das Ding mal eben. Zimmer. Wieso nimmst du denn jetzt alles mit? Willst du mich veräppeln oder was? Jetzt hat er den Spann gut umgrober gemacht und deswegen zieht er alles schön mit. Danke dafür. Ja, ja, kein Problem von uns. Kriegen wir auch so wieder hin. Hauptsache, ich kriege meinen Flug da jetzt raus. Das sieht nämlich nicht so günstig aus. Junge, Junge, Junge. Ja, komm, dann fahren wir jetzt grubbern oder was? Also, meinen Flug komme ich jetzt nämlich nicht mehr dran. Hast du ja schicki vorne hingekriegt. Echt, da krieg ich einen Affenball, wenn das so ist. Bin ich ja ganz ehrlich. Weil da kann ich ja gar nichts für. So, Abfahrt. Denn laut Adam Rison, EV2, müssen wir nämlich zwei Flächen nicht flügen. Dann grubbern wir die fix. Dann ist das nämlich auch erledigt. Weil da müssen wir nicht flügen, ne? Ne, guck mal, da brauchen wir nämlich nur. Wir müssen die 4 und die 6 hinterher flügen. Ist kein Problem, aber wir machen eben ein Bildchen, dann ist das nämlich erledigt. Ja, mit einem Popelgrubber. Druck! Ist ja jetzt wirklich Popel. Ja, brauchen wir gar nicht. Popelgrubber, ne? So, jetzt brauchen wir erstmal Interactive Control. Das geht leider nicht ohne Hard. So, Abfahrt. Dass wir auch mal was schaffen und vorankommen und nicht immer so rumdümpeln und nichts tun. So wie immer. Er ist so wahr. Typisch Sven, ne? Weißt du, lass uns mal beeilen. Ja, nix ist. Der Zylon steht hinten auch noch eine Weide, ne? Da muss ja auch noch gekalkt werden. Aber wie gesagt, jetzt müssen wir erst zusehen, dass die Bogenbearbeitung so ein bisschen an Stissel kommt. Ne? Das wäre schon ganz gut. Jetzt wird das auch mal erledigt haben. Ne? So 2,50 Meter, wie soll ich mir das denn angucken, dann mit dem Riesenschlepper? Ich hätte gedacht, er hätte Gerät runtergemacht, aber irgendwie hat er auch nicht gedacht, dass er das machen soll, oder was? Typisch Sven. Und dann bölzen wir das hier eben fix unter. Dass das erledigt ist, ne? Jetzt geht alles. Und nicht nur immer die Hälfte stehen lassen. Schlepper ist einfach zu groß für den kleinen Gruber. Wäre schon wichtig, ne? Hier würde ich ganz gerne nämlich mal Weizen sehen und so. Für die Hühner, dass die mal schicki funny abgedeckt sind. Und wir uns doch nicht mehr stressen brauchen. Cool, ne?
Vor allem, wenn wir wirklich mal was gesät kriegen. Wir haben noch nichts gesät. Immer nur rumgedümpelt hier. Ja, okay, das Häckseln und das Futterwerben, das hat natürlich aufgehalten. Und dadurch, dass wir auch die Ballen für Stroh gemacht haben, das hat natürlich auch aufgehalten. Ne? Müssen wir uns nichts vormachen. Aber das ist dann halt so. Shit, bitte. So, herrlich, herrlich. Ganz ehrlich, herrlich. Hupe ist nicht so schön, ne? So, fahren wir mal hier ein Stück drauf. Weil wir haben nur 2,50 Meter. Jetzt passt das wieder nicht, ne? Aber, ja, jetzt nur extra, ja, ja. Irgendwann auf Dauer brauchen wir einen größeren Grubber, aber jetzt erstmal. Nee, das ist erstmal. Wir haben jetzt schon so viel Kredit und Zeug an der Backe, dann müssen wir uns jetzt hier nicht noch weiter in Schickramo einreißen. Aber wie gesagt, das Einzige, was noch ansteht, ist eine Halle bauen, ne? Damit das Zeug auch im Winter unter Dach steht. Müssen wir nur noch ein geeignetes Plätzchen für finden, ne? Das ist ganz wichtig. Und das habe ich nämlich noch nicht gefunden. Hier, guck mal, der Nachbar Rübkes, ne? Die sehen gar nicht so schlecht aus, du. Siehst du? Geht wohl, ne? Voll BS. Das läuft hier, ne? Nicht schlecht. Dieser Schlepper, der gefällt mir echt gut. Also ich bin ganz ehrlich, also vom Sound her und so, tippitoppi, hätte ich nicht gedacht. Könnte ein neues Lieblingsobjekt werden. Ordentlich PS unter der Haube. Irgendwo da ist ordentlich, aber das reicht, ne? Für meine Verhältnisse. Wir grubbern doch jetzt, Svenny. Also ich habe keine Härte an. Mach doch mal hier Scheibchen auf. Herrlich! Perfekt. Ups, rum. Dann läuft der Lärm. So wie es sein soll. Dann bin ich nämlich gut zufrieden, wenn der Laden läuft. So rum. Oh, guck mal, wie vor uns gemerkt, du. Gut, dass die Flächen hier nicht immer so riesig sind, ne? Da kannst du mal eben fix. Kann aber auch ein Nachteil sein, ne? Immer nur kleine Flächen. Rein theoretisch könnten wir auch mal welche zusammenlegen, aber weiß ich auch noch nicht so. Sein muss das nicht. So haben wir noch so ein bisschen Variabilität, ne? Ja, scheiß Wort. Nicht so gut, das Wort. Wir sind flexibler vom Anbauplan. Lässt es mich so formulieren. Das muss man ja ganz ehrlich sagen. Echt immer ein Top-Job, der 800.
Tippitoppi. Tippitoppi. Zweimal noch, dann sind wir durch. Oh, geht sogar in Eimer rein. Gut. Guck, haben wir die erste Fläche nämlich schon durchgezogen. Können Gas geben. Echt zu groß, oder? Ja, der hat lange gestanden, obwohl der Nigelnagel neu ist, ne? Hier geht. Oh, dann staubt die aber gar nicht schlecht, du. Guck mal. Gut, da steht der Zylon, ne? Wir müssen hier zur Fläche hin. Hier sollten wir auch abbiegen. Weil hier müssen wir hin. Schickkram voll vorbeigeheizt. So geht's, Herr Doktor. Ist wie der letzte Henkersfilm. So, guck mal. Ne, Stumpfruder haben wir glaube ich noch nicht. Die Seelzüge sind voll, aber... Kannst du nicht da lang formen, weil dann bist du im Water. Und das macht das Spiel nicht so, oder mein Schlepper nicht so. Jetzt sind keine Möwen mehr da. Die sind alle ins Ausland geflogen. Die sind hier nicht mehr. Oder? Die haben den Habeck gesehen, dass sie deswegen alle abgehauen sind. Das kann natürlich auch gut möglich sein. Ne? Haben sich gedacht, den wandern wir aus. Das stoppt von außen. Wenn wir dann fertig sind, müssen wir halt eben erst flügen, die Wiese fertig kalken und dann müssen wir unbedingt sehen, dass wir ein Drillerchen hinkriegen. Ne? Ich würde ja auch mit dem Zylon säen, aber ich glaube, der ist es dann nicht so für geeignet, weißt du, wegen Wendigkeit und so. Aber wir müssen halt mit diesem Schlepper eben flügen. Oder der Helfer macht das, mal gucken. Mit CP war ja nicht so günstig und dem Flug, also. Schwieriges Thema. Weil wenn nicht geht, dann geht nicht, ne? Aber das kriegen wir hin. Das sollte nicht das größte Problem sein. Aber liebe Leute, ich sag jetzt erstmal danke fürs Zugucken der Serie, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.